Das Wetter wird Ihnen präsentiert von den Stadtwerken Güstrow. Mehr als Energie für Sie. Am Wochenende bekommen wir das mit einem neuen Tiefdruckgebiet zu tun, das Tiefdruckgebiet Igor. Sorgt doch für relativ ungemütliches Wetter, insbesondere am Sonnabend. Also am Sonnabend erstmal vielleicht noch ein paar kleine Wolkenlücken, aber im Tagesverlauf nehmen die Wolken von Westen rasch zu und es kommt ein Regengebiet zu uns. Und das wird uns doch in der zweiten Tageshälfte eigentlich den Sonnabend so richtig vermiesen. Also große Wolkenlücken sind da nicht zu erwarten. Immer wieder Regen, Sprühregen. Dazu ein Wind aus westlichen Richtung, der weht eigentlich schwach bis mäßig erstmal und dreht dann so ein klein bisschen auf, wird dann frischen Charakter bekommen und in der Nacht zum Sonntag kann es dann auch mal ein paar stürmische Böen geben, aber das wird nicht ganz so wild. Am Sonntag selber sieht es schon ein klein bisschen besser aus. Das Regengebiet ist dann im Wesentlichen rausgezogen, dann bekommen wir einen Mix aus Sonne und Wolken und es gibt nur einzelne Schauer, also den Regenschirm nicht ganz beiseite legen, aber insgesamt sieht der Sonntag doch ein bisschen netter aus. Die Temperaturen am Wochenende, Sonnabend so ungefähr 7 bis 9 Grad. Am Sonntag wird es durch die Sonne ein klein bisschen wärmer, 10 bis 12 Grad sind da durchaus drin. In der Nacht zum Montag wird es dann doch relativ ungemütlich, da nehmen dann wieder die Windspitzen zu. Es kann dann auch richtige Sturmböen auch bei uns geben und der Montag zeigt sich dann sehr, sehr wechselhaft mit einem Sonne-Wolken-Mix. Also wir haben das Aprilwetter im März und das behalten wir erstmal. In der Woche wird es dann ein klein bisschen freundlicher, also Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, da sieht es so aus, dass dann die Wolken und die Sonne sich den Himmel teilen werden und einzelne Schauer bleiben. Die ganz, ganz große Ausnahme, die Temperaturen ändern sich kaum, werden so im Bereich 8 bis 12 Grad liegen. Wie es dann nächste Woche weitergeht, ist noch nicht so richtig auszumachen, aber ich bin dann wieder für Sie da, Ihr Thomas Daniels. Das Wetter wurde Ihnen präsentiert von den Stadtwerken Güstrow. Service rund um die Uhr für Sie vor Ort erreichbar.